Und somit willkommen zurück zu den NES Let's Shows auf meinem Kanal. Heute geht's weiter mit SCAT, auch genannt Special Cybernetic Attack Team 1991 erschienen. Könnt ihr alleine oder zu zweit spielen. Im Jahr 2029 steht die Menschheit vor dem sicheren Untergang. Eine außerirdische Macht, angeführt vom obersten Befehlshaber Valmalmort, ist kurz davor, die Erde zu vernichten. Die besten Wissenschaftler wurden zusammengerufen, um dieser Bedrohung Einhalt zu gebieten. Ihre Labore brachten die letzte Hoffnung der Menschheit hervor. SCAT, das Special Cybernetic Attack Team. Als Einzelspieler oder gleichzeitig im Zweispielermodus steuerst du deinen mit einem Raketenrucksack ausgerüsteten Krieger durch 5 anspruchsvolle Level mit zahllosen Gegnern. Verwende Multiple Waffelsysteme und deine dich umkreisenden Geschützkapseln, um dir den Weg freizukämpfen und Valmalmorts Pläne durchkreuzen. Let's go! Wir starten mal rein. Ich kenn's jetzt schon. Hab's eben schon einmal eine Aufnahme gemacht. Und dann am Ende gemerkt, dass das Mikro nicht aufgenommen wurde. Es war zwar nicht stumm geschaltet, es wurde einfach mein Mikrofon nicht erkannt. So. Hat auf jeden Fall die ersten 2 Level geschafft. Nehmen wir, da sollte ich auch wieder hinkommen. Die Waffe ist neu. Man kann mit B schießen. Festhält sogar. Schießt ja ganze Zeit. Hopp. Auf jeden Fall haben wir oben links eine Energieanzeige, wenn die lässt. Müssen wir wieder von vorne anfangen. Ich weiß nicht, ob es einen Checkpoint gibt, weit. Bin zwar wieder gestorben, musste von vorne, aber ob es dann irgendwann vielleicht auch einen Checkpoint geben könnte, das weiß ich nicht. Könnt ihr ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare dazu schreiben zum Spiel. Ah, ist keine Ahnung was, da piept es nur gerade. Oh, ganz ruhig, mein Freund, ne? Auf jeden Fall bin ich jetzt schon mal besser als klar. Ich kenne jetzt die Level jetzt schon. Vielleicht, wenn wir noch jetzt schnell genug sind, schaffen wir noch Level 3. 5 anspruchsvolle Level sind das. Sehr anspruchsvoll auf jeden Fall. Das ist also ziemlich langsam scrollt. Viele Gegner erscheinen hart ab. So. Oh, nein. Ja, gehen wir mal hier zurück. Nein, ich laufe noch natürlich hin. Das Ding tut uns jetzt gar nichts mehr. Nein, ich bin allein. Wow, mit zu viele Gegner. Vielleicht werden wir sehen, vielleicht sterbe ich ja beim Boss. Wow, wieso bringt das Ding? Das dreht sich ja nicht um, dass der dann auf uns schießt. Keiner gesehen, schneide ich raus. War echt eben auch schon so lang, kann mich nicht erinnern. So, jetzt kommt Boss. Sieht erst so aus wie ein Panzer. Man, nö, ist es gerade nicht. Und genau das grüne Ding, da müssen wir treffen. Oh, das war die Speedrun diesmal. Wer weiß, was man machen muss. Schafft man das erste Level unter 3 Minuten ungefähr, ne? Oh, kann man so sagen. 4 Minuten. Oh, Level 2. Vielleicht schaffen wir ja dann doch jetzt auch noch vielleicht noch Level 3.
Erstmal Level 2 müssen wir schaffen. Hilfe! Für die Gegner. Ja, hopp. Komischer Wurm hier. Wieso viel zu hell? Ich dachte, oh, ihr könnt ausgewichen hier. Der Wurm tut ja keinem was. Nein! Der hing da, habt ihr gesehen? Ich hing da fest. Boah, Raketen oder was verfolgen mich hier? Ja, aber der Zerstörer wird zerstört. Auf seine Teile fliegen noch kreuz und quer. Das sind gar nicht abschießen, die Typen. Laser. Oh, Hilfe. Der frisst mich einfach auf. Oh nein, was die Konzentration jetzt hier. Ah, genau das Haar, genau. So, sollte jetzt der Boss kommen. Oder? Wow, 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 wow. Nein, da bin ich tot. Ah, fahr doch nicht da rein, ey. Ernsthaft. Nervt mich jetzt schon, dass ich das nochmal machen muss, leider. Aber dass du dann trotzdem so schlecht spielst, noch schlechter als vorher, kriegt dann noch mehr auf. Oh. Dann kommt jetzt der Boss, oder? Ah, haut ab! Ein Treffer, Mann, ist weg hier einfach. So schnell vorbei. Okay, da ist der Boss. Let's go. Wir müssen auf jeden Fall seinen Kopf treffen. Ohne dass wir getroffen wären. Ah, eine Rakete. Oder ein Geschoss. Was mich verfolgt. So. Das war knapp. Ja, komm, mach weg. Mach den weg. Auf jeden Fall gleich noch zwei Geschosse von denen. Kurz darauf ist er eben weg gewesen. Ah. Lass mich in Ruhe. Hm, man kann ihn leider jetzt nicht treffen. So. Aber das ist hier keine Anzeige, eine Leiste, Anzeigeleiste von den Gegner ist. Man ungefähr weiß, wann der tot ist. Wir werden einmal getroffen, leider. Nun sind wir weg. Hm.
Eben habe ich nicht so lange gebraucht. Ja, weg ist er. Schön. Können wir ja kurz noch in Level 3 reinschauen. Wir haben auf jeden Fall noch 2 Leben. Warum auch immer. So. Wenn es wirklich nur 5 Level gibt, wie es ja stand, ist 5 anspruchsvolle Level, müsste das jetzt schon ziemlich schwer werden. Irgendein Alarm. Wow. Wow, 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 wow. Ja, ja, genau. Man kann es übertreiben. Das ist doch nicht mehr normal. Oh, meine Augen kommen gar nicht hinterher. Hilfe. Oh nee, Leute, das ist mir zu anstrengend. Oh, meine Augen. Ach du Scheiße. Könnt ihr ja selbst dann ausprobieren, wie es weitergeht. Beim nächsten Mal geht es dann weiter mit Miss Open Tournament Golf. Mal schauen, was uns erwarten wird. Auf jeden Fall Golf. Ob es Spaß machen wird, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Dann noch nicht bei Basti. Bleibt fit im Chat und ciao.